Was ist das hier? Davon müssen wir nur noch mal einmal einzeln machen, dann kannst du einfach normal bestellen. Weil dann könnte man ja... Kriegst du hier auf die Pipe drauf und dann kannst du hier bestellen, in die Kiste rein. Weil so könnte man... Ich sag mal, was brauchst du? Was brauchst du? Du brauchst hier Chipsets, brauchst du, ne? Oder nicht? Wir können dir auch eine Remote machen. Remote. Mit einer Remote Pipe. Dann hast du da eine Kiste bei dir irgendwo stehen, da ist die Pipe dran. Das wird connected. Und dann kannst du direkt in die Kiste reinbestellen. Okay, ja, weil du könntest ja in die Kiste reinbestellen. Dann hast du so ein Display in der Hand, kannst du raufklicken und dann kannst du von da aus bestellen. Ja, und dann kannst du ja von dem aus bestellen, unter der Kiste einen Hopper machen, den in die in den Assembly Table reinmachen und sagen, okay, mach. Wenn du in die Kiste, weiß ich nicht, Stack Redstone und Stack Diamant reinmachst, macht der ja 64 Chipsets raus. Ja. Wäre ja dann sozusagen, weil das kannst du, glaube ich, nicht automatisieren in den rein. Ich glaube, der lässt sich nicht programmieren. Der Assembly Table. Ja, aber ich glaube, der lässt von der Kiste aus reinpumpen, ne? Eigentlich. Der pumpt es ja nebenan in die Kiste, ja. Aber er kann sich dann brauchen, wenn, dann braucht er noch einen Hopper zum Anschließen, das weiß ich. Lass mich mal. Geht das? Was, ein Hopper? Ja. Ja, ja, das geht. Ein Hopper geht. Aber von der Seite meine ich nur. Nicht von oben, nur von der Seite. Lass mich, ich probier mal kurz was aus. Brauchst du nicht ausprobieren, das funktioniert. Ne, ich probiere was anderes aus. Ach, ich wollte ein 7 Upgrade machen, ja, deswegen bin ich ja oben gewesen. Und zwar ist, wo ist das denn? Ich hab's irgendwo aufgeschrieben. Weil in der Zeit können jetzt die Chipsets gerade, die Dir-Chipsets fertig gemacht werden 7, und dann kann ich was rumprobieren. Da habe ich das mit der Uhr gemacht. 1, 2, mach mal das Kitzige. 1, 2, 3. Ach, Tick Sound. Ich glaube, einen davon. So. Und drei davon. Und lass mich nicht täuschen, die Reihenfolge war so, so, so. Wenn ich jetzt das Rezept auswendig kann, dann hasse ich mich. Ja, oh, ich hasse mich. Das ist nur ein Dreier. Increase 3. Das Iron schon. Cool. Weil ich darf das Copperfeld nicht abbauen, glaube ich. Assembly Table. Dann Remote. Wir nehmen mal die Farbe. Man kann die auch verschiedenfarbig machen, die Remote Order. Wir nehmen mal Rot dafür. Okay, das macht er. Dann die Pipe dafür. Cheat. So. Dann haben wir zum Beispiel hier. So. Dann sollte er züchten können und zwei höhere Kopper. Kopper ist auch wichtig. Ach, Gissig. Das Gridcraft, das ist Gissig. Die Dinger kommen. Brauchen wir Power Junction kurz hier rein. Wir brauchen Silk Touch. Silk Touch. Da ist schon wieder weit, ey. Ja. Boah, wie schnell züchtet der die denn hoch hier, ey? Weil die paaren sich nur, wenn sie ausgewachsen sind oder sich weiter fortführen. Das ist ganz gut. Das Geile ist ja halt auch bei Logistic Pipes, du brauchst keine verschiedenen Kabel wegen Strom. Nö. Sondern du kannst das halt über die Basic Pipe machen. Über alles. Die Basic Pipe ist halt der Stromlieferant und der Itemlieferant. Du hast sogar Fluid Pipes davon. Okay. Basic. Rucksack, das brauche ich. Das brauche ich, das brauche ich. Und vielleicht noch davon welche. Nehmen wir mit dir. 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen wir wohl ein paar mehr. Dann brauchen wir eine MK2. Boah, hast du einen Sugar Cane auf 10, 10, 10? Ja. Weil du brauchst, dass da wohl nur Farbe rauskommt, ne? Auch Sugarcane? Sugarcane, nicht Kaktus. Sugarcane, ja. Sugarcane kommt Sugarcane raus. Ja, da kommt Sugarcane raus, stimmt ja, aber habe ich auf 10. Nimm Extractor Modul 3. Und dann haben wir Extractor weg. Brauch Sugarcanes.
man eine Provider. Nee, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen eine Ink-Sack. Oder eine Item-Sack. Da sind noch 30 drin. Ne? Das ist jedes Mal falsch ausspreche, keine Ahnung. Ink-Sacks, Item-Sacks, alles Sacks. Naja. Ah, 15 Seiten reichen nicht. Ich habe da oben, glaube ich, noch ein paar. Brauchen. Mach die mal ein bisschen größer. Oder was kostet der große Filter? Das wäre natürlich affig. Item. Oh mein Gott, der kostet einen Z-Logic-Controller. Ich krieg einen zu viel. Warum ist das denn so teuer? Hab ich den noch da fast schon? Z-Logic 1, 2, ja. 3, 4. So, so, so. Machen wir mal 4 Stück. Die lassen wir mal Tag. Probieren wir das mal aus. Brauche ich halt hier noch dafür. Also brauche ich schon 16 dafür. So. 20. Mal das Ding. Ich brauche noch ein Panel. Solar. Nehmen wir gleich die größte. Die Ultimate. Kannst auch kreativ nehmen. Ach, ist doch egal. Ultimate reicht doch auch vollkommen aus. Jetzt fraglich, sortiert er schon Zombie-Köpfe ein oder nicht? Nee, macht er nicht. Das, warum habe ich da in die Request-Pipe gesetzt? Weiß ich nicht. Nehmen wir eine Quest. Da was? Mein Hund wollte kein Bacon haben, da kriegst du halt kein Bacon. Du. Pech. Das kriegst du ja nichts. Oh, bist du gemein. Der wollte nicht. Ach, schnack nicht. So, do your job. Mir nichts geben. Na, er wollte einfach nicht. So, dann wollen wir mal. Das passt auch. Nee. Probieren das gleich anders aus. Und zwar Chassis. Ich glaube, die Advanced sind besser dafür. Logic Pipe. Oder Case, ja gesagt. Warum schreibe ich Case jedes Mal falsch? Weiß ich nicht. C-A, C-E, ne, C-H-E. C-A, C-H-E. Ich dämlich bin. Ja, das sowieso. Das hättest du mir nicht sagen sollen. Alles klar. Vielleicht du Drecksau. Du bist das Schweinchen gewesen. Im K2, da habe ich natürlich die Pipes vergessen. Du hast gewurpselt. Nein. Nicht ich, du. Provider Pipe MK2 gibt es ja auch. Aber das Blöd, das zeigt da halt nur an, ob da was ist. Also ein System, da kannst du nichts rauspumpen. Obwohl. So gut, wenn man was sehen kann. Ja gut, du kannst rauspumpen, aber nicht bestellen. Was? Ja, deswegen war ja der Gedanke an dieser Chest, mit dieser, wo du gesagt hast, du kannst da was rausbestellen, in die Chest reinbestellen, über den Hopper in das Ding rein. Nein, ich habe gerade von einem Provider Pipe geredet. Achso, nein, das geht ja nicht. Da kannst du halt nur sehen, dass da was drin ist und rausholen. Aber du kannst da halt nichts einlagern. Ich bräuchte die Knowledge und ich glaube. Coins also kommen definitiv auch raus. So, zack, zack. Auch im Creative Mode ist das halt so, wenn du die, Module reinsetzt, dann sind die Module drin und dann passiert. Da ändert sich dann nichts. Orange. Furnace. Habe ich noch ein Furnace? So. Jetzt machen wir Redstone. Both. Ein Stack reicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann hier nichts mehr craften. Hast die ganzen Module abgebaut, du Hund. Bias. Nee, craften kannst du gerade nichts. Ich muss das halt noch ändern. Furnace. Ether, den nee, wollte ich nicht. Oh, ein paar davon rein. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Verschließen. Smelter. Dann nehmen wir. Oben wir. Basic. Diesmal den an. Eisen. Und dann. Ups. Haben wir da nichts drin stehen. Eisen, Eimer und so ein Ding. Okay. Eins, zwei. Weil. Ne, anders. Eigentlich. Okay.
Ups. Glas habe ich nicht. Ach ja. Problem daran ist ja. Tin Gear. Dass du Tin halt. Tin wird knapp. Zack. So machen musst. Dann. Ich hab gar nicht genießt. Nein. Dann nehmen wir die Remote Pipe nochmal. Achso, den Eimer fehlt noch. Ich glaube, das war Rechtsklick da drauf. Connected. Oh, Inver Gear fehlt. Geht das nicht im Create? Zack. Den dahin. The Coil und ein. Ah, scheiße, ich wollte keinen Induction Smelter bauen. Kacke. Ach so. Das ist doof. Braucht doch ein Furnace. Gieß nicht an. Deswegen. Ah, ich trottel, ey. Das ist das Problem. Quack hier. Hätte. 1, 2, 1. Wenn wir die da hinstellen. Ich versuch's einfach mal. Sind die im System? Ich glaube, das geht so direkt nicht. Break. Gibt's nicht. Mal das so. So. Da habe ich noch welche. Mal die da drauf setzen. Ich trottel, ey. Ja, das bist du. Ist es hier an? Eisen. Genau, das ist das Problem. Case. Aber was ist, wenn. Das. Nee. Coil. Quick Block. Case. Whetstone, Coil. Kupfergieß habe ich vergessen. So, den brauche ich nämlich. Hä? Pullweiser hat ihn nicht. Also kein Plan, dass das läuft. Ja, kein Plan. Blup, weg ist es. Wo ist das gelandet? Ali nix wissen? Oh. Wo ist hin? Wo ist hier hin? Ja. Das fappt alles raus. Baue ich das nämlich, was ich vorher schon bauen wollte. Ja. Platz dafür? Na, hab ich gar nicht Platz dafür hier. Kacke. Das. Ich brauche noch einen Platz dafür. Oder kommt das schon in den Keller? In den Keller? Kellerkind? Entweder baue ich das hier oder hier hin. Wenn man das nochmal rumprobiert mit einer Aufnahme, ist auch cool. Hat er was? Du, mach ich doch teilweise auch. Wir benutzen halt. Das. Wir nutzen jeden Platz, den wir noch offen haben. Kann das sein, dass wir das Ding dafür brauchen? Wir dann halt so machen können. So. Hat das Ding aber keinen Strom mehr. Kreativ. Wenn man. Ah, gibt es da eine Kreativ Whetstone Energy Cell? Alles so.
gar nicht gut. Stein brauche ich nicht, aber Holz brauche ich. Da finden wir noch eine. Ich will mal gucken. Nicht die, sondern... Wo der denn? Hund. Wuff, 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 wuff. Eine Compressed Spider. Kann halt auf die Pipes so aufkleben. Das tausche ich da vorne gleich einfach noch. Basic. Zäune lohnt sich nicht. Und. Das geht nicht. Warum nicht? Weil du doof bist. Die Seite blockieren wir. Nehmen wir uns noch, keine Ahnung, eine Dia-Chest oder so. Wie man jetzt einfach so eine Dia-Chest kräften kann, ohne zu sorgen haben, okay, zwei Diamanten. Mhm. Eine Dia, ja. Ich verstehe das mit den Remote oder noch nicht. Ich auch nicht. Ich hab da noch wir haben jetzt anderthalb Stunden. Ja. Und du verstehst es nicht. Ich weiß, dass wir einer. Ich sehe es ja. Das sagt ja Gott sei Dank hier alles.